grüß euch gut. Madel und Buben, hier ist wieder der Peter von Barbecue Alt Perlach. Ich bin ja ein Wahnsinns-Ripperl-Fan, aber oft diese 3, 2, 1, 6 Stunden Rips, das zirbt sich halt. Deswegen habe ich heute ganz was anderes probiert. Heute machen wir eine 2, 0, 0,5 Variante. Und so schaut es aus. Und wenn wir das gemacht haben, schauen wir uns jetzt miteinander um. Ich wünsche euch viel Spaß. Die Ripperl machen wir nicht 3, 2, 1, also 6 Stunden lang smoken, low and slow. Diesmal machen wir es ein bisschen mit mehr Feuer, dafür geht es schneller. Das heißt, die ganze Sache soll so in 2,5 Stunden erledigt sein. Und für die Ripperl brauchen wir Folgendes. Zum einen die Ripperl selber, versteht sich klar. Ripperl ohne Ripperl geht ja gar nicht. Dann haben wir hier drin etwas Knoblauch, 2 Zehen brauchen wir da oder eine so Gigantozehe, eine Zitrone, dann haben wir hier Ahornsirup. Rubben, dann wir das Ganze einmal mit dem Sauerei-Rub von Klaus. Dann habe ich von Klaus grillt hier noch den Ofa, den One for All. Das heißt, 2 Liter machen wir mit Sauerei, 2 Liter mit Ofa und 2 lassen wir komplett blank. Dann haben wir hier Chilis, die werden wir mahlen. Da kann man auch Cayenne-Pfeffer nehmen, normalen schwarzen Pfeffer, ein Salz. Und das Rezept verlangt nach Tomatenmark. Wer so klug ist wie ich und vergessen hat, Tomatenmark zu kaufen, irgendwas vergisst immer, konnte es wie ich jetzt dann mit Tomaten aus der Dose machen. Die tue ich jetzt ein bisschen pürieren und dann einkochen, dann habe ich auch einen Tomatenmark. Oder ihr könnt auch ein bisschen Barbecue-Sauce eurer Wahl nehmen. Das kommt dann nachher alles in die Glaze und da kann man ruhig ein bisschen variieren. Jetzt kümmern wir uns um die Ribs, Baby Ribs oder auch Kotelett Ripperl genannt. Also wenn euer Metzger die Baby Back Ribs nicht kennt, dann sagt ihr, braucht es Kotelett Ripperl, dann weißt ihr sofort Bescheid, was das ist. Und da ist hinten eine Silberhaut und um die kümmern wir uns jetzt. Silberhaut, also das ist das, was hier hinten drauf ist. Das ist wie so eine Membran, damit auch der Rub gut einwirkt und das Ganze hier nicht irgendwie zu zäh wird. Kann man schauen, dass man hier entweder mit einem Messer, dass jetzt es so ein bisschen unter die Haut kommt, oder mit einem Löffel. Das hier ein bisschen löst und dann nimmt er sich das Eck von seinem Küchengrepp, weil das ist sehr glitschig manchmal. Und dann schaut man, dass man das hier komplett abziehen kann. So, das bleibt über und das wollen wir ja nicht essen. Das machen wir jetzt mit alle 6 Leitern. Silberhaut runter, Häuptling, Silberhaut, wie hat er geheißen, der Schatz im Silbersee, was egal. Also wir machen das jetzt von alle Leitern runter und dann werden wir rubben. Wir haben gesagt, wir machen 3 Variationen von den Ripperl. Einmal, die einfachste Variation habe ich hier vorne liegen. Nackt, wie Gott sie schuf. Da ist einfach gar nichts drauf, weil da möchte ich schauen, wie das dann schmeckt, nur mit der Glasur. Möchtest du auch schon einen Neuwinkel? Ja, wir haben einen Besuch auch da, schaut mal, der Christoph vom Oberleiter. Servus. Grüß da. Das war der Werbeblock. Blende ich unten ein, wo es da hingeht. Weiterer Werbeblock, aber einfach so, weil ich Erm so gern mag und seine Gewürze so gern mag, habe ich von Klaus den Ofa Rub, den One for All. Und den hauen wir jetzt mal über 2 von den Dinger drauf. Da sind wir auch großzügig. Machen wir hinten. Haben wir das Häutchen abgenommen, das Jungfernhäutchen. Und einmal vorne. Muss aufpassen, dass man der nicht ausgeht. Es ist eine Riesensauerei, ich sag's euch. So heißt er nämlich der Rub, die Sauerei. Und die werden wir jetzt ganz schweinisch hier über die anderen 2 Ripperl verteilen. Schaut schon ganz anders aus, schaut's her, der ist ein bisschen heller. Auch hier getreu dem Motto, viel hilft viel. Das lassen wir jetzt alles so 1-2 Stunden gemütlich einziehen, die Rubs, und dann sehen wir uns am Grill wieder. Und jetzt sind wir am Grill und jetzt, schaut's her, haben wir den hier indirekt eingerichtet, also links und rechts Kohlenkörbe. Ich habe jetzt keinen Minion Ring, ich habe gar nichts, ich habe das einfach nur auf indirekt eingerichtet, weil wir machen ja jetzt gar nicht low and slow, sondern das darf jetzt ruhig 180, 200 Grad sein. Da kommen jetzt ein paar Holzchunks drauf, dann der Rost und die Ripperl. Erdbeere ist das, altes Obstgehölz, ich linke euch unten mal hin,
wo ich die Chunks kaufe. Und die tun jetzt da einfach da gemütlich drauf. 4 Stück. Au! Was? Wenn man smoked, dann raucht's. Da habe ich jetzt die Ripperl, die drei verschiedenen. Die kommen jetzt in diese Ripperlhäuter. Bei IKEA fälschlicherweise als Deckelhäuter verkauft. Die äußeren, da tue ich die Knochenseite nach außen, dass das ein bisschen sozusagen geschont ist. Hier innen haben wir die, wie vorher gesagt. So, also ich drücke das hier einfach nochmal zusammen. Ein bisschen weg ist hier vom Holz. Deckel drauf und rauchen lassen. Ich bin eigentlich nicht Raucher. Wie gesagt, angepeilte Temperatur so um die 180 Grad habe ich mir vorgestellt. Wenn ihr hier her schaut, hier raucht schon mächtig raus. Reinschauen. Ja, das ist räuchern. Nicht mal zu den Nachbarn, die armen Leute. Jetzt schauen wir rein, jetzt sind es genau eine Stunde drin. Bin gespannt. Ja, schau her. Das schaut doch gar nicht so schlecht aus. Ein Stück Auerrupfen. Machen wir dazu. Also, die werden ja nicht fall off the bone, haben wir schon gesagt. Das heißt, die lassen wir jetzt ungefähr eine Stunde drin, legen ein bisschen Holz nach, dass es nochmal schön smoked und dann schauen wir es uns mal in einer Stunde an und dann entscheiden wir, wie wir weitermachen. Während es draußen qualmt wie Sau, ich habe nochmal Holz nachgelegt, die armen Nachbarn, machen wir jetzt hier mal schon mal diese Glazing, da diesen Überzug für später. Und zwar brauchen wir dann Ahornsirup. Das sind so 250 Milliliter, da nehmen wir so 150. Also mehr als die Hälfte. Ja. Ja. Noch für die Kanne. Dann kommt rein, ungefähr ein Viertel Liter. Teelöffel Cayenne. Da tue ich jetzt bloß ein bisschen was rein, weil bei mir wollen sie es nicht alle ganz so scharf. Ungefähr ein halber Teelöffel Salz. Und ungefähr ein halber Teelöffel schmalen schwarzen Pfeffer. Knoblauch habe ich vorher schon geschält, den presst man da rein. Das ist komischerweise das einzige Rezept, wo ich Knoblauch presse, weiß der Teufel warum. Aber da passt es irgendwie wunderbar rein. Also 2 Zehen. Kommen wir da rein. Zitrone habe ich auch auspresst. Da kommen jetzt so ungefähr also 2 Esslöffel rein. Dann brauchen wir noch 2 Esslöffel Tomatenmark. Das musst du ja selber machen, gell? Ist uns gelungen. Ich habe jetzt hier einen Löwensenf. Kann man auch Dijon-Senf nehmen. So, das kommt da rein. Dann fangen wir mal das Rühren an. Ja, hat sich alles aufgelöst. Probieren wir mal. Also diese Süße von dem Ahornsirup zusammen mit dem leicht tomatigen und ein bisschen Schärfe vom Löwensenf, das ist nicht allzu scharf, also da kommt nicht ganz so viel nach, aber man schmeckt ihn schon raus. Und mit dem Chili war ich vorsichtig, ihr könnt da auch gern einen halben Teelöffel rein tun. Hey, Schürzen vergessen, macht aber nichts mehr, schauen wir mal schnell rein, die Ribs, also in den Grill schauen wir rein, in dem sich die Ribs befinden. Jetzt haben wir so 1 3/4 Stunden, auf geht's. Temperatur 180 Grad durchgehend, hier räuchert es, ich habe noch ein bisschen vorher Holz nachgelegt. Und schaut es mal her. Viertelstunde noch und dann nehmen wir unser Glaze drauf, das wird nochmal ein richtiger Kick. Jetzt sind 2 Stunden vorbei, jetzt schauen wir rein und jetzt müssen wir dann langsam glazen und jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das hier mache. Jetzt nehmen wir die ersten da rein, hol mir meine Glaze, heb die drauf, großzügig. Drehe die mal kurz um. Dasselbe von der anderen Seite. Schaut her, wie sich da doch auch so ein bisschen schon die Knochen zurückgezogen haben. Also es waren jetzt 2 Stunden. Die geglazten Ribs.
nicht was, dann langt man sogar auch weiter. Und das mache ich jetzt mit den anderen auch. Also ich finde, die schauen recht gut aus. Jetzt kriegen die hier noch ordentlich ein bisschen mit. Das ist die Sauerei. In der Mitte haben wir die zwei unbehandelten sozusagen. Bio-Ribs unbehandelt. Und das ist jetzt hier, na, das ist Sauerei, weil da ist der Koriander drin und das da drüben ist der Ofa, der One for All. Ich bin jetzt echt ganz erstaunt, wie gut das gegangen ist. Den tue ich jetzt runter hier, den Deckelhalter. Und unsere Ribs, schaut's her, den machen wir jetzt nochmal in den indirekten Bereich. Da machen wir jetzt dann zu und ich schaue, dass ich die Temperatur, naja, so eher Richtung 160 Grad bringe. Und dann sollen die da jetzt nochmal so eine halbe Stunde drin sein. Wir schauen nach einer Viertelstunde nach. Eventuell werden wir nachgelesen. Aber das bisschen, was ich jetzt so gesehen habe und probiert habe, saugeil. Und jetzt haben wir es. Jetzt werden wir es raus, egal wie es ausschaut. Aha. Also die sind recht dunkel, wie sie halt auch werden, wenn man sie, ne, 3, 2, 1 macht. Das war jetzt im Prinzip 2, 0, 0,5. Und drin schauen wir es uns jetzt in Ruhe an. So sind wir denn wieder drinnen im Warmen, dunkel ist auch von draußen, und haben jetzt einmal die Ribs vor uns. Wie gesagt, nicht fall off the bone, 2 Stunden, nicht low and slow, sondern so bei 180 Grad, schön gesmoked. Und dann noch eine halbe Stunde mit unserer Ahornsirup-Glaze. Das macht das Ganze sehr, wie soll ich sagen, ein bisschen süßlich, karamellig, pappt wunderbar an die Hände, habe schon mal durch da. Und jetzt schauen wir mal rein, jetzt schneiden wir es mal an, was da alles daherkommt. Der hier vorne, der Strang, der ist gemacht mit dem One for All von Klaus. Da schneiden wir jetzt mal durch, warte mal. Ja. Wie schaut er aus? Ist sicher nichts. Haben wir sogar einen Smoke Ring drauf. Also wie gesagt, 2 Stunden gesmoked. Jetzt schauen wir uns das nächste an, hier in der Mitte. Dies hier war ohne alles, also nur den Ahornüberzug. Schaut auch gut aus, oder? Und ganz hinten haben wir dann die Sauerei, das erkennt man gut an den Korianderkörnern. Und ich liebe Korianderkörner, aber ich hasse Korianderkrümel. Auch da schneiden wir jetzt rein. Geht auch durch wie Butter. Schaut mal. In aller Ruhe euch das an, während ich hinten was wegzupfe. Jetzt probieren wir es mal der Reihe nach durch und schauen wir mal, was vom Geschmack her am besten ist. So, gegessen haben wir. Fazit. Also ich erspare euch jetzt das Geschmatze und so weiter, was wir da gehabt haben. 3 Leitern sind weg. Ich habe es getestet, meine Frau hat es getestet und mein Sohn hat es getestet. Wir haben einen Sieger. Das sind die Ribs mit dem Ofa Rub von Klaus. Meiner Frau, meinem Sohn am besten geschmeckt. Mir komischerweise der Sauerei Rub. Der war aber die anderen ein bisschen zu salzig. Dann, da die sagen, die unbehandelten, also nur mit der Glaze. Die haben wir früher immer so gemacht, also das war super. Naja, und dann gab es 2, denen die Sauerei nicht so geschmeckt hat. Und mir hat zwar der Ofa geschmeckt, aber ich fand jetzt den Sauerei ein bisschen würziger. Was mich total überrascht hat, die Dinger waren 2 Stunden bei 180 Grad im Grill drin. Die waren kein bisschen trocken. Die waren außen ein bisschen leicht angeknuspert, was auch mit dem Zucker vom Ahornsirup zum da hat. Aber innen waren die total saftig. Also für mich ist das eine absolute Empfehlung, das einmal so zu machen, wenn die Zeit drängt. Sie waren nicht fall off the bone, aber die waren auch nicht irgendwie so geräuschvoll, wie man durchbissen hat. Sondern die waren wirklich zart, saftig und einfach super geil. Wann habe ich noch? Das Getränk. Heute war ja das alles ein bisschen süßlich mit dem Ahornsirup. Und das setzen wir jetzt fort. Ich habe gestern vom Sven von Bose Barbecue einen Krenzers Apfel Dessertwein halbtrocken von Röhner Streuobstwiesen bekommen.
Muss meiner Kamerafrau ein bisschen entgegenkommen. Den lassen wir jetzt schmecken, ein schönes kleines Glaserl. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Probiert es mal auf die Art und Weise. Das war einfach nur mal so ein Experiment, das meiner Meinung nach super geglückt ist. Was ihr jetzt dafür Raps nehmt, ob ihr gar keinen Rap nehmt, bleibt natürlich euch überlassen. Ansonsten, hier oben kommt er wieder, der Abonnier-Button. Wer drauf drückt, wird den Rest seines Lebens glücklich, weil er meinen Kanal abonniert hat. Ansonsten ein Daumen hoch, würde mich sehr freuen. Ein netter Kommentar auch. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Macht's gut. Für's euch.